Darin, let's play. Ja, hallo meine lieben Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Watch Dogs 2 Episode. Wir haben in der letzten Folge das Home 2.0 Datenzentrum ausgesaugt. Wir haben alle Daten von denen gemopst und haben jetzt vor, diese mit dieser nicht ganz so kleinen Antenne, ich krieg sie nicht mal ganz drauf, in ganz San Francisco auszustrahlen, damit die Leute mal sehen, was sie denn da in Home 2.0 haben. Nämlich nichts, gar nichts, ne? Nur Ärger. So, wir sind hier angelangt. Unser Mobil hat bis jetzt keinen einzigen Kratzer. Das zählt nicht als Kratzer, das war im Weg. So. Und Wrench ist dabei. Ich will einfach hierbleiben. Ich reagiere allergisch auf enge Räume und Uniformen. Klar, du bist einfach nur ein Schisser. Sag das doch. Wir müssen da wieder rein, ne? Ist ja natürlich, ja klar. Hier waren wir ja schon, wir kennen uns ja hier aus. Boah, ist das ein fettes Ding. Da wird hier ganz anders. Wir nehmen mal hier unser Quadrocopter-Ding. Mal gucken, ob wir da bis nach ganz oben düsen können. Hui! Wahrscheinlich nicht. Ach so, die fällt nicht einfach vom Dach, die Drohne. Vom Himmel. Wir kriegen die wieder. Sehr gut. So, gucken wir mal da. Unimay, bla bla bla, Sicherheitskorb mitnehmen. Was? Weißt du, ich hab ein Blackscreen. Jetzt habe ich wieder Bild. Läuft die Aufnahme noch? Ja. Was ist denn hier los? Ich habe einen Ubisoft-Patch installiert. Kam ja ein neuer raus. Komm, installierst du Patches, geht hier alles kaputt. So, was liegt denn da? Was ist das? Könnte ein E-Book irgendwas sein. Ja, okay, da können wir durch. Aber mit der Drohne können wir das sowieso nicht aufheben. Was ist das denn für ein klobiges Ding? Also wenn das ein E-Book-Reader ist, kannst du einen mit der schlagen. So. Ein Sicherheitskorb, noch ein Sicherheitskorb. Ganz viele Sicherheitskorbs. Da auch. Ja, außer Reichweite ist ja gut. Sicherheitskorb. Sesam, öffne dich. Kein Sicherheitskorb. Hier Leitstelle, wir haben einen aktivierten Alarm. Bitte reagieren. Was? Ist doch nur eine Drohne. Stell dir mal nicht so an. Okay, wir müssen irgendjemanden hacken. Ach so, da oben. Müssen wir eine Datenverbindung. Ach kacke, die haben unsere Drohne kaputt gemacht, die Affen. Ist nicht schlimm. Doch, wir nehmen jetzt den Jumper. Nee, Moment. Ich gehe erst noch mal mit der Kamera rein. USA. Ist ja gut. Was? Der Sutro Tower, so heißt das hier wohl. Interessant. So, genau. Das müssen wir mitnehmen. Aber was müssen wir denn hier hacken genau? Doch, stimmt. Nee, ich vermisse nur so einen Typen, der einen Schlüssel bei sich hat. Ich meine, klar, hier, wir sehen da dieses rote Ding auf der Map. Da müssen wir den Dongle reinstecken. Also, den USB-Dongle jetzt. So. Schätze ich zumindest mal. Denn wir müssen ja, so lese ich das da gerade oben, das System neu starten. Das kriegen wir hin. Nein, was? Ich drücke mal irgendwelche Knöpfe aus Versehen. Jetzt nochmal. So, wir müssten aber zumindest alle von den Leuten schon mal gescannt haben, denke ich zumindest. So, da in den Raum möchte ich hin. Was ist denn hier für ein Signal? Für ein Symbol. Ja, verschwinde? Nein, nicht so gut. Verdammt, der riecht das doch gleich, wenn er uns hier sieht. Dann müssen wir uns hier drin verstecken. Ja, auch nicht so gut, ne? Das ist nämlich schon der nächste Kollege. Hey! Hey, Sie! Hey, Sie! Ich wusste gar nicht, dass man Robotor-Viecher mit Sie anspricht. Ha! Wir sind eine, eine Sie, was weiß ich. Ah, die Kerndaten vom Sutro Tower. Was heißt das denn, neue Kerndaten verfügbar? Das verstehe ich jetzt nicht. Kerndaten Sutro Tower. Beschafft die Kerndaten für optimierte Kondensatoren, die die Text blablabla im Sutro Tower aufbewahren.
Forschungspunkte 15 von 6. Sammeln mehr Derzeugfolger, um die Welt zu erkunden und Fortschrittspunkte zu erhalten. Was bringt mir das denn? Ah, Profi-Fernsteuerungstechnik. Verringert die Abstandszeit des Jumpers und des Quadrocopters. Können wir das lernen? Oder haben wir das jetzt schon gelernt? Achso, ich muss erst den erlernen. Nahscan. Rüstet den Quadrocopter mit verbesserter Scan-Kapazität auf. NSCs werden beim Steuern des Quadrocopters in NetTech durch Wände hindurch... durch Wände hindurch. Das lernen wir. Wir haben ja schon lange nichts mehr gelernt, aber ganz viele Punkte gesammelt. Und jetzt können wir die Abklingzeit verringern. Das machen wir auch. Haben wir jetzt noch Punkte übrig? Müsste. 5. Ferngesteuerte Geräte. Rüstet den Jumper und den Quadrocopter so aus, dass sie USV- und Elektroschockgeräte abwerfen. Das ist ja geil. Aber dafür müssen wir erstmal freischalten. Okay. Was haben wir hier? Rüstet den Jumper mit einem eingebauten Lautsprecher aus. Reiz. Ja, die letzten Punkte behalten wir erstmal. Wir haben ja jetzt schon, also hier oben haben wir schon ordentlich freigeschaltet jetzt. Also, das ist schon nicht schlecht, Herr Specht. Und hier gibt's noch etwas. Ich sehe auf der Map einen Schatz. Nämlich direkt jetzt hier irgendwo. Ah, da oben. Was? Oh, daneben. Kannst du niemals treffen, du Affenkopf. Noob. Nein, der verfolgt uns. Hau ab, du Nappel. Was machst du überhaupt im Sperrgebiet? Ha, das ist nicht so gut. Ein Sicherheitskorb, Mann. Mit fetter Schrotflinte. Können wir hier ins Loch? Haha, daneben. Ah, Kacke. Das macht natürlich Sinn. Ich schieße auch immer auf Drohnen, wenn ich sie sehe mit der Schrotflinte. Ja, müssen wir ein bisschen warten. Kommen wir leider nicht drum rum. Achso, das ist auf dem Dach zum Mitnehmen. Achso, ja, okay, das wusste ich nicht. Dann, in dem Fall, das könnten wir... Das wäre sogar eine gute Idee, wenn wir auf dem Dach sind. Wenn wir da irgendwie reinkommen, ungesehen. Doch, auf dem Dach rennt, glaube ich, keiner rum. Das müssten wir hinkriegen. Zack, zack, zack. Nö, der ist nicht hier, stimmt. War nur ein kleines Kind, hat gerade eine Drohne zu Weihnachten geschenkt bekommen. Der hat die nur ausgetestet. Ach, und hier müssen wir denn auch neu starten? Ich dachte, das war irgendwo unten. Ey, jetzt bin ich hier komplett verwirrt. Machen wir. Verstehe. Ich weiß nicht, was ich hier sehe zum Teil. Ja, so leicht kann es sein mit den Neustarten. Oh, verdammt, die kommen hier hoch. Beziehungsweise, wir haben ihn noch nicht neu gestartet. Also jetzt müssen wir dahin. Okay, alles klar. Das Problem ist, ich muss die hier eventuell ausschalten. Wenn die hier rumpatrouillieren, das ist mir zu gefährlich, ehrlich gesagt. Ah, okay, die scheinen aber nicht hier hinten in die Ecke zu gehen. Die gehen jetzt schon wieder runter. Da gucken wir uns das mal eben mit den Quadrocopter an. Nicht gut. Na toll, jetzt läuft ja wieder weiter. Okay, wir können hier bleiben, rein theoretisch. Ich meine, klar, Theorie und Praxis, das ist immer so eine Sache. WKZ. Ja, ist ja gut. So, können wir hier... Ah, nee, wir müssen hier... Verdammt, wir müssen vor Ort dahin. Oder aber... Machen wir das mit der Drohne. Wir müssen es versuchen. Nee, ey, ballert das Ding nicht ab. Ah, du Affe. Wir müssen das mit dem Jumper irgendwie hinkriegen. Die Frage ist, können wir hier rein?
Das wäre natürlich geil. Er ist nicht hier. Nee, schade. Wenn wir jetzt hier in den Lüftungsschacht reingekonnt hätten. Das wäre geil, weil ich glaube, der führt von... Ah, da, guck mal, da ist so eine Öffnung. Ah, ja. Die Idee von mir war richtig. Hui. Haha, wir sind im Prinzip schon da. Halt. Wo ist denn da eine Wache? Ja, schon sind wir da. Leichter wie gedacht, ehrlich gesagt. So, und dann hacken wir mal hier. Zieh den Dongle raus und zack. Bumm, Neustart. So, der Strom ist weg. Die sind jetzt alle verwirrt. Gelange auf die Spitze des Towers. Sind drin. Klasse, jetzt musst du nur noch zur Spitze des Turms klettern und die Schüssel auf WTC ausrichten. Sag das nochmal. Das war nur ein Witz. Der Aufzug ist schon auf dem Weg nach unten. Danke, Josh. Ein Aufzug? Okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht, dass es hier einen Aufzug gibt. Ne, nicht weitergehen, zurückgehen. Das ist, glaube ich, der Azubi. Das ist der Azubi. Schön weitergehen. Verwirrte Frau. So, der Aufzug. Wo denn? Bin ich blind? Hä? Hier gibt's doch gar keinen Aufzug. Oder etwa doch? Wo soll er denn sein? Gelange bis an die... Ach so, ich habe hier ein Icon. Ach da, da! Okay, alles klar. Ihr habt nichts gesagt. Ihr habt nichts gesagt. Da müssen wir jetzt hier von hier oben runter, leider. Obwohl es hier immer ja so schön sicher war für uns. Ja, doch, das... Boah, war das eng. Hast du das gesehen, ey? Meine Fresse, ey. Runter. Auch runter. Puh, das ist schon... Also, ich werde langsam besser. In den ganzen Schleicher rum, wenn ich entdeckt Sachen. Aber ist noch ziemlich... Ja... Ziemliche enge Angelegenheit zum Großteil. Aber wir sind so gut wie da. Der Aufzug ist ja jetzt hier vorne. Wir müssen dann wohl nur noch einen Knopf drücken. E. Und ducken. Verdammt, ich muss länger E gedrückt halten. Ach, dann ist eine Tür, da geht er rein. Ach so, ich dachte, da fährt jetzt die Plattform hoch, wo wir draufstehen. Ey, wir sind bisher noch nicht einmal verreckt in der Mission. Ich glaube, das hätte ich nicht sagen sollen, oder? Hehe. Boah, ist das eine Aussicht. Da hinten die Golden Gate Bridge. Und da, ich weiß nicht, was für ein großer Tower. Meine Fresse, hier müssen wir ein Selfie machen. Da wird der ganz anders, ne? Wo ist Alcatraz? Hallo? Alcatraz? Aber wenn wir da vorbeigucken an den Pfeiler, dann sehen wir es. Da! Da ist Alcatraz! Da müssen wir auch noch, da müssen wir unbedingt hin. Habe ich schon mal gesagt, ganz am Anfang, ne? Meine Fresse, ey. Spiel das mal mit einer VR-Brille und dann kriegst du hier das Schwummern. Okay, wir machen Selfie, und zwar, ich glaube, Zoe ist am imposantesten, ne? So, zuck mal dein Handy, Markus. Die Kamera? So, mit der Golden Gate Bridge drauf. Mach eine Pose. Eine Geste, ja. Geht's auch nicht ganz so schwul. Andere Geste. Ja, ist schon besser. Nee, das gefällt mir nicht so. Ist der beim IS oder so? Ah, nee, die macht mit einem kleinen Finger, ne? Ja, was weiß ich da? Ja, machen wir das, die IS-Pose. Ich bin IS-Mitglied. Zack. Bumm.
Was soll's? Von der Hautfarbe her könnte es hinkommen. Ja, von mir aus. hallo? Ich bin doch... Also... Hecki, Hecki! Das ist wieder ein Fall für unseren... Du bist schon mal aus einem Flugzeug gesprungen, oder? Quadrocopter, oder? Warst du schon mal Bergsteigen? Na klar. Ja. Und beim Stieren? Oh, scheiße, nein. Ja, genau. Was ist dein verdammtes Problem mit Tieren? Mann, scheiß auf What? Tiere! Wir sind im Krieg mit den Viechern. Die entwickeln sich und wollen uns in der Nahrungskette ersetzen. Je weniger die über uns wissen, desto besser. Halt, sogar Welpen? Vor allem die verdammten Welpen. Die haben die Gesellschaft infiltriert. Die lernen, was wir sind. Shit. Ja, wir holen dir einen Welpen. Hey, mach mich nicht zu einem Kerl, der Welpen tritt, Markus. So einer will ich nicht sein. Oh, der tut mir ja schon leid. Nee, was labert der da überhaupt für einen Mist? So, wie machen wir das jetzt am dümmsten? Das muss nach da oben, denke ich. So ist richtig. Das können wir so lassen. Von da das... Ah, nee, gar nicht. Das muss... So ist am, glaube ich, richtig. Genau. Da ist wieder nur eine Kamera. Das ist uns komplett egal. Das wird schon komplexer hier mit den Rätseln. Ey, verliere Signal. Nein. So. Okay. Sehr viel höher dürfen wir dann nicht. Okay, das einmal gedreht. Das können wir jetzt nicht freischalten. Das können wir auch nicht freischalten. Warum? Verstehe ich nicht. Wie soll das denn dann gehen? Das Signal. Das ist so eine berechtigte Frage, finde ich. Das kommt doch jetzt hier... Ja. Das Signal kommt überall. Ach, wir können auch hier die Kamera nehmen. Ich bin auch doof, ne? Das Signal kommt da hoch. Aber von wo kommt denn dieses Signal und dieses Signal? Ach so, das da oben können wir einfach hacken. Warum auch immer, verstehe ich nicht. Warum wir das machen können. Da können wir jetzt wahrscheinlich das da hacken. Ah ja, okay. Ja. So, einmal gedreht und jetzt da freigeschaltet. Bumm. Und da oben. Das war's, ne? Et voilà! Internes Netzwerk freigeschaltet. Ach so. Ich bin eine komische Vorrichtung. Dahin gucken. So. Eine Antenne, so, das wollte ich sagen. Eine komische Vorrichtung. Jetzt müsste es klappen. Nur noch die Feineinstellungen und so. Sieht gut aus. Josh und ich sind unterwegs. Oh, bring Bier mit. Bring Bier mit? Was ist das denn für ein Hacker? Verstehe ich nicht. Hey, ja. Schicke Aussicht. Ja, schon gesehen. Flieg, Lightfoot. Was? Und jetzt werden wir Zeugen einer Die sitzt da auf die hat gelitten. Ist das auch richtig konfiguriert? Alter, ich quatsch dir auch nicht in deinen Kodierscheiß rein, oder? Leute, seid still. Ich hab's. Hier mit dem CEO von Home, der eine Überraschung hat. Oh, er hat eine Überraschung für Sie, okay. Ich habe unser neuestes Gerät dabei und präsentiere voller Stolz Home 2.0. Fuck yeah! Ja. Mit einfachen Taschendruck können Sie... Das ist das Netzwerk-Logo. Shit. Oh, tut mir leid. Möchten oh Sie mein Gott! Klasse! Ausschalten! Das reicht. Das war's. Okay? Und so schnell kann Unternehmen pleite gehen. Bürger des digitalen Zeitalters, willkommen. Home dachte, sie könnten euch täuschen. Sie verkaufen euch ein fortschrittliches Smart-Home-System, versprechen Privatsphäre, Sicherheit und mehr Komfort. Home verkauft eure Gewohnheiten, denn tatsächlich zahlt ihr eine monatliche Gebühr für das Privileg, an den meistbietenden verkauft zu werden. Es ist Zeit aufzuwachen. Fordert eure Persönlichkeitsrechte zurück. Wenn ihr die Informationen nicht kontrolliert, wird es ein anderer tun. Ihr könnt die Unternehmen bitten, euch gut zu behandeln, oder ihr nehmt die Sache einfach selbst in die Hand. Der Zeck hat euch die Wahrheit gesagt. Tut, was ihr wollt. Finde ich gut. Eine Demütigung. Steven, das war ein Tiefschlag, mein Freund. Kann passieren. Du passiertes Arschloch, du hast gesagt. Nicht dein klügster Zug, Steven. In letzter Zeit hast du so einiges richtig verkackt.
Setz dich. Mann, ich gab dir die Mittel, um... Du weißt schon, mit all diesen Daten aktiv zu werden. Und du hast es total versaut, und zwar im Fernsehen, Mann. Vermutlich macht gerade irgendwer ein Autotuning mit einem Interview. Finger weg von DedSec. Die sind meine Baustelle. Du musst dir nur überlegen, wie du meinen Anwälten erklärst, dass du mich angegriffen hast. Wird's denn gehen? Wird's denn gehen? Sag ja. Ja. Na bitte. Ich hol dir mal ein Glas Wasser. Das ist netter, ne? Also, der hat Reflexe, der Ausfall, der hat einfach so draufgehauen. Das ist ja... Das kann jedem mal passieren. Aber ist ein ganz netter. Eventuell. Dünn, was auch immer. Scout X-Objekt in der Nähe, das haben wir doch schon. Das ist doch jetzt. Ist gut. So. Ah, ein Erfolg freigeschaltet. Trautes Haum, Glück allein. Sehr schön. 87.000 Follower, das ist dann Level Up. Ey, was machst du hier? Bist du am Spannen? Das ist doch wohl der Spanner, ist das. Wo guckt der hin? Ne, das ist einer, ne? Das sind die. Ach, guck mal hier, Camping. Ja, geil. Da mach ich mit. Forschung verfügbar. Was soll's? Camping. Oh, und WKZ. Nudel schlägt wieder zu. Der Suchmaschinengigant kündigt dir den Aufkauf eines weiteren Startup-Unternehmens an. Diesmal ist es InstaWheels. Nudel kaufte das Carsharing-Startup für 750 Millionen Dollar. Die Zukunft des Startups war bereits von Driver San Francisco bedroht. Aber laut Technik-Insidern wird der InstaWheels-Mitfahrdienst durch die Nudelsuch- und Kartenfunktion bald zum Marktführer werden. Das Ganze gilt als Schuss vor dem Bug für Nudelkonkurrenten wie Invite, die sich ebenfalls sehr für Startup-Unternehmen interessieren. Aha. Können wir uns die App laden? Gucken wir uns das mal an. Ne, irgendwie nicht, ne? Was soll das denn? So, Camping! Geil! Ich mach mit! Ich... Oh, Entschuldigung. Brauchst du nicht... Nee, brauchst du nicht aufstehen. Setz dich da... Warum hat denn Sicherheitsausweis um den Hals? Ich... Nee. Sorry. Brauchst nicht aufstehen. Spiel mal da weiter. Spiel mal da. Nee. Brauchst nicht aufstehen. Setz dich da mal hin. Ist ja gut. Guck mal, die Ersten haben schon keinen Bock mehr. Ist ja... Nee, tut mir leid. Ich bin doch hier nur... Marcus, wie wirkt das Home-System auf dich? Wie ein CTOS-Sprössling. Also käme es für dich nicht überraschend, wenn sie einen Deal mit Bloom hätten? Nach dem, was wir ihnen angetan haben, schon. Ich wette, alle Abmachungen sind passé. Worum ging es dabei? Die Home-Software basiert auf CTOS-Code. Die haben Daten gesammelt und an Bloom verkauft. Mit Rabatt natürlich. Dann sind wir wohl zur rechten Zeit aufgekreuzt. War klar, dass die mit Bloom zusammenarbeiten. Federball, ich bin Schiedsrichter. 1:0 für den Weißen. Also, im weißen T-Shirt. Beide weiß. Aufschlag, Lady. Jetzt zeig mal, was du kannst hier. Hä? Schmetterball. Mein Gott, was ist das? Mädchen, Federball? Ja, genau. 1:1 für die in dem heißen Top. So, jetzt hier. Aufschlag, Männchen. Jetzt, das ist spannend. Das war ein Fehler. Foul, aber ist egal. 2:1 für den Mann. Das war aber knapp, ne? Wenn da ein Netz gewesen wäre, 3:1, ist egal. Wir machen bis 5. Streng dich an! So wird das nix. 4:1, das ist Matchball. Matchball für den Wampentyp. Jetzt streng dich an, das ist hier deine letzte Chance. Und es zieht sich in die Länge. 4:2, wir sind in der Verlängerung. Trotzdem Matchball. Sie hat noch alle Chancen. Sie kann das Spiel noch reißen. Aus. Es ist aus. Tut mir leid. Und der Weltmeister ist... Hier steht er. Herzlichen Glückwunsch. Wollen Sie irgendwas sagen? Hä? Ja, wie, du hast gewonnen? Ich bin ja nur... Ne, manche, die können mit Erfolg nicht umgehen.
Die wären dann komisch. Was ist dein Motorrad? Ich glaube, das Schwarze, das sieht doch geil aus. Das nehmen wir. Aber so schwarz-weiß, das sind schon die richtigen Farben für mich. Geil, und weg damit. So, was haben wir hier? Oh, da vorne ist irgendein Multiplayer-Hacker-Ding. Komm, da können wir mal machen, wenn wir hier sind. Hacker-Invasion-Aktivität. Starte den Download aus Entfernung, halte dich versteckt. Ach so, da muss der uns finden. Verkacken wir doch sowieso bei sowas, glaube ich. Ah! War da mal ein Zaun? Ich weiß es nicht. Komm, das machen wir. Wir versuchen mal unser Glück. Das Motorrad fährt einfach weiter und kippt dann um. Und wie geht das? Ach so, hier am Tor. Weißt du? Spieler gefunden, Verbindung wird hergestellt. Wie man Punkte erzielt und seinen Rang bei für Hacker für 100% Download gibt es die Höchstpunktzahl, wenn du entdeckt wirst, flüchte, um Punkte zu verdienen. Wenn du stirbst, erhältst du weniger Punkte. Ziel, finde den Hacker schnell, um Zusatzpunkte zu erhalten. Neutralisiere den Hacker, um mehr Punkte zu verdienen. Ja, habe ich doch verstanden. Ach, jetzt. Dann muss ich da hinlaufen. Starte den Download bei... Ach so, okay. Wir machen das einfach mal. Wir haben ja die eine Hauptmission gerade abgeschlossen. Da können wir mal ein bisschen Spaß haben hier. Mit so einer Koop-Sache. Moose 1995. Ja, ich bin auf jeden Fall älter wie der. Die Weisheit ist eventuell auf meiner Seite. Lass dich nicht entdecken von der Zielperson. Ach so. Das heißt, ich muss mich verhalten wie so ein Mann. wie ein normaler Mensch. Dann los. Vielen Dank für die Daten. Vielen Dank. Wie lieb von dir. Guck mal, der kriegt dann gar nicht mit. Hey, Musi. Wir haben schon 11%. Hä? Ja, was ist hier los? Ja, ja, oh, das ist ein ganz flinker. Der kriegt das mit. Deine Daten gehören mir. Ist das der Blaue da auf dem Bildschirm? Oh, wir kommen hier nicht mehr aus dem Loch. Ah ne, das ist der Polizei. Der fährt da. Der kriegt das nicht mit. Der ist sowas von kaputt. Wir verstecken uns hier im Busch. Hier so. Ja, lauf, lauf. Der findet uns hier nie. Wir haben schon die Hälfte. Oh, 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 oh. Und weg! Ja, so hier nicht, mein Freund. Ja, das wird nix. Yeah, fliehen! Bevor uns abballert. Ein bisschen Schlangenlinie fahren. Tja, Musi. Daraus wird nichts, ne? So, wir fahren einfach geradeaus. Straight. Abrollen. Das ist der Trick. Selbst wenn du gegen den Baum fährst mit 120. Abrollen. Dann überlebst du alles. Ja, wir haben Hacker-Invasion abgeschlossen. Perfekt, wir hatten zwar nicht 100%, aber nahezu, ne? Der Moose, der war ja auch... Ja, das war keine Herausforderung für uns, aber unser Motorrad ist weg. Da müsste ich eigentlich nochmal holen, das war ein geiles Motorrad. Ich laufe jetzt nochmal den Hügel hier hoch. Wo ist dein Motorrad? Das war ein geiles Ding. Rekrut Rang 1. Was weiß ich, was das bedeutet. Das Motorrad finden wir doch nie wieder. Oder? Motorrad! Heißes Gerät. Weiß und schwarz. Wo bist du? Wo ist denn der Baum, den wir getroffen haben? Kann ich das irgendwie nachkonstruieren? War das...
Ich weiß es gar nicht. Irgendwo hier muss das doch gewesen sein. Ja, meine lieben Freunde. Und das war's dann auch schon wieder für diese Episode. Wir haben Bloom, Bloom auch so hintenrum irgendwie, aber es ging ja erstmal primär um Home. Um Home 2.0, dann haben wir jetzt gehackt. Wir haben der Welt gezeigt, was Home für ein komischer Saftladen ist. Und ja, das ist super gelaufen. Anscheinend stecken die mit Bloom unter einer Decke, hat der Josh da irgendwie rausgefunden. Das kann natürlich sein, das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ich meine, das ist ja im Sinne von Bloom, was die da machen. Das passt alles zusammen. Und wir haben eine kleine Hacker-Invasion gemacht. Ne? Diesmal wurden nicht wir gehackt, wir haben einen anderen gehackt. Den Moose 1995. Wenn du das siehst, Moose, hab dich. Ja, beim nächsten Mal besser nachgucken. Ne? Hinter irgendwelchen Büschen haben wir uns versteckt. Hat perfekt geklappt. Das hat sogar Spaß gemacht. Das können wir mal öfter machen. Nun gut, ich verabschiede mich. Und wir sehen uns hoffentlich zur nächsten Episode wieder. Bis dahin. Ciao.